das ist auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt am Überlegen, das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Ihr müsstet, glaube ich, tatsächlich sogar den Stream öffnen. Das heißt, ihr müsstet den sehen. Und dann können wir, weil Lukas und Dalia haben ja in der neuen Staffel Villa der Liebe mitgespielt. Und wir werden uns jetzt die erste Minute aus der allerersten Folge ansehen. Ja, hier live tatsächlich im Stream. Ich habe selbst noch nichts gesehen. Ja. Oh mein Gott, ich will auch sehen. Und das muss ich jetzt natürlich erstmal wieder hinbekommen. Deswegen gehe ich jetzt auf die Hauptkamera. Weil wenn wir jetzt über Hausparty reden, ich habe ein bisschen Angst. Gerade. Angst vor der ersten Minute? Ein bisschen Angst vor allem, ja. Sag ich ehrlich. Okay. Bin ich ehrlich? Okay, und wir gucken in die allererste Minute rein. Oh mein Gott, das sieht so wild aus. Das ist das Schloss, in dem du warst. Ja. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch. Das kenne ich doch. Den kennt man doch. Mehr dürfen wir nicht zeigen. Okay, ich versuche Hausparty sehr schnell wieder herzustellen. Jetzt geht es wirklich um meine Fähigkeiten hier. Schon sehr. Ihr könnt euch wieder entmuten. Also von Lukas hat man auch echt viel gesehen. Das war echt. Lukas sah mal wieder richtig gut aus. Ja. Was sag ich? Okay. Du sahst gut aus. Danke. Auch Mausi. Danke, Mausi. Ja. Mehr können wir jetzt tatsächlich leider noch nicht zeigen. Die Leute schreiben aber schon gerade, es sieht krass aus. Aber wir können natürlich ein bisschen über den Dreh sprechen. So, wir können noch mal kurz, so, wie war es für euch? Also wie lange ist es jetzt eigentlich her? Das war erste Oktoberwoche, oder? Mhm. Oder sowas. Ich glaube, ab 3. Oktober. Ja, es war auf jeden Fall echt eine richtig coole Zeit. Wir waren ja tatsächlich eine ganze Woche da, glaube ich, ja. War auf jeden Fall witzig. Leute, ganz kurz. Ihr sagt mir jetzt erst, dass ich auf der Kamera im Stream gespiegelt bin. Oh mein Gott, chill. Joa. Hey, bist du? Du bist nicht gespiegelt, oder? Eben. Also man sieht mich so, wie ich aussehe. Ja, ja stimmt, du bist ja immer der, der die Bilder spiegelt. Er spiegelt jedes Bild. Also wenn ich das mit der Außenkamera, wenn ich mit der Außenkamera von ihm ein Bild mache, spiegelt er das, weil er meinte, er sieht nur so gut aus. Nur, also. Ja, Leute, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das euch findet, wenn ihr euer Bild nicht spiegelt. Ich finde, wenn ich spiegel, ist es ganz schlimm. Aber wenn du in den Spiegel guckst, siehst du dich ja auch gespiegelt. Ja, das Ding ist, ich weiß, was du meinst mit der Außenkamera. Aber. Ja, es ist immer so. Aber. Das ist jetzt auch kein fetter Unterschied, oder? Das heißt, das Ding ist, wir könnten jetzt beispielsweise auch die gesamte Villa der Liebe Staffel ja auch noch spiegeln. Tatsächlich. Also eigentlich müsstest du die Folgen, also ja, eigentlich jede Folge, halt immer, wenn Lukas zu sehen ist, muss das Bild sich so spiegeln. Ja. Boah, wäre das geil von euch, Alter. Wäre das geil. Zum also, ganz schlechten. Ja, mit. Ist dann immer in so einer Parallelwelt, in so einer Spiegelwelt. Switcht dann immer so um. Okay, die allererste Frage ist hier gerade, wer spielt Massimo? Also wir haben tatsächlich einen Massimo, der schaut aber nur in 2-3 Folgen vorbei, so gespielt von Davis Schulz. Wir haben dafür aber einen Maximus. Mhm. Und wer spielt denn Maximus? So. Benno. Ja. Benno.sz. Ja. Genau, wann die Folgen kommen, das kann ich tatsächlich hier noch nicht genau beantworten. Das wird aber diese Woche rauskommen. Es wird auf jeden Fall so Anfang Dezember voraussichtlich sein. Dann wisst ihr da weiter Bescheid. Worum geht's? In der Staffel geht es darum, wir haben den Film 365 Tage genommen, wo ja jemand eine Frau entführt, die sich in 365 Tagen in ihn verlieben soll. Und wir haben einfach 4 Jugendliche genommen, die genau das Gleiche machen, die also ihre Crushes entführen. Crushes. Ja, ist ja so. Ist es besser oder schlechter als Krass Klassenfahrt?
kann man nicht vergleichen. Ich habe jetzt aber tatsächlich die Staffel ja schon gesehen. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall. Es ist Oscar-reif, tatsächlich. Also gewisse Rollen. Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen, wie eure Rollen hießen. Also einmal haben wir natürlich Janine und dann haben wir natürlich Ben. Ich musste gerade selbst kurz überlegen, aber... Ja, wer von... Aber krass, du hast es schon relativ schnell gewusst. So. Ja. Wer von euch war Entführer, wer wurde entführt? Vielleicht können wir das schon mal gerade an der Stelle verraten. Also wer ich wurde entführt. Mhm. Ich war Entführer. Mhm. Findet ihr, dass es auch im Real Life eher zu euch passt? Also das, was ihr jetzt zugeteilt bekommen habt? Also bist du eher so die Person, die entführt wird? Und bist du eher, Lukas, die Person, die entführen würde? Nein. Lukas ist safe. Also Lukas... Ja, Lukas ist auch safe eine Person, die entführt wird. Aber ich glaube, ich auch eher. Nee, wahrscheinlich, keine Ahnung. Der wird ich würde ja keinen Jungen nehmen. Ich würde ihn ja nicht kidnappen. Also. Ich würde auch nicht gerne entführt werden. Also. Oh, du, Luki, wolltest du mir auch noch einmal? Luki. Ich glaube, Lukas wurde jetzt gerade entführt, tatsächlich. Lukas wurde entführt, tatsächlich, ja. Ja. Ja, glaubt ihr, der ist freiwillig hier? Naja, gibt es ein Happy End? Also wenn wir sowas jetzt verraten würden, das wäre ja einfach nur, das wäre Quatsch. Also das wäre ja wirklich doof. Das muss man dann schon anschauen. Das muss man dann schon anschauen. Also so jetzt hier nicht. Ja, ich würde auch nochmal die Eisteegläser nachfüllen. Ja. Genau. Ich kann ja ein bisschen sprechen. Wie viele Folgen hat die dritte Staffel Villa der Liebe? Weißt du das, Jonas? Ja, 12. 12. Dankeschön. Wird sie krasser als die Staffel davor? Habt ihr die Staffel davor gesehen, Lukas? Also ich finde jetzt von der Folge, die ich gesehen habe, deutlich besser, die dritte. Die neue, das ist die dritte, ne? Sonst ist es peinlich. Nee, ist die dritte, ja, ist die dritte, tatsächlich. Ja, das wäre jetzt echt peinlich. Fand ich besser. Ich auch. Also einfach halt auch, weil ich dabei bin, ne? Genau, also das ist ja keine Frage. Also. Ja, da geht es auch um eine gewisse Präsenz vor der Kamera, so, und das ist halt... Also da sind halt einfach coolere Leute dabei. Nein, nicht coolere, aber... Stimmt. Die Front Queen. Einfach gefrontet. Hm. Ja, aber jetzt hat das Highlight-Video auf YouTube hat jetzt schon mal einen Titel. Dahlia Hass, die Villa der Liebe Besetzung aus Staffel 1 und 2. Ja. Auch wirklicher Hass. Also es ist auch nicht mehr lustig. Also. Hier schreiben noch einige Leute, ich habe alle Staffeln Villa der Liebe geschaut. Das ist ja auf jeden Fall mega korrekt. Dann schreibt noch jemand, Jolie schreibt das, Lukas hat voll das schöne Lächeln. Dann schreibt Moritz 761, vor allem die Jonasse aus 1 und 2 sind echt kacke. Das finde ich tatsächlich auch. Also die sollte man auch weiter und weiter raus. Sollte man auch einfach mal canceln. Ja. Gab es Kussszenen? Und die Frage dann noch, sind alle Küsse echt? Tatsächlich glaube ich diese Staffel ja, ne? Also echt, also was heißt denn echt? Wer von ob euch... man sich wirklich geküsst hat. Also ich habe auch jemanden geküsst. Du hattest auch eine Kussszene, ne? Mhm. Also. Ich hatte auch eine Kussszene in der Staffel. Du hattest keine Kussszene, Lukas? Es war so eine, ich hatte andere Szenen, die haben das Ganze ausgeglichen. Es war... Zum Beispiel, also kannst du was andeuten? Es war sehr freizügig. Sagen wir, ich habe da auch gerne Hand angelegt. Also das ist so, die schaue ich nicht mehr an. Ja, so. Also ich, wie gesagt, wir haben ja auch schon gesagt, Lukas, also das kann ich mir halt auch nicht geben, ne? Die Folge ist halt echt unangenehm. Oder irgendwelche Familienangehörigen, die nach mich aus der Familie ausrufen. Nein, aber es ist, also doch, ich glaube, alle haben sich richtig geküsst, aber es war halt jetzt nicht so. Dann ist hier noch eine weitere Frage, die super, super spannend ist. Tatsächlich, wenn man die Serie dann schaut, dann checkt man ja mal so, welche Figur hat was mit welcher Figur und was geht zwischen den Figuren. Aber wer war mit wem in einem Zimmer beim Dreh? Also ich war mit Jerome in einem Zimmer und Dahlia hatte ja das Einzelzimmer am Anfang, ne? Ja, ich war drei Nächte, glaube ich, allein und dann war ich mit Lina. Das Ding ist so ein bisschen, die Villa der Liebe-Staffel war so geplant, also diese neue Staffel, als würde es... Also es ist... So einzeln. Als wäre es einzeln. Ja, so wie so ein Film mäßig. Aber grundsätzlich, ich glaube tatsächlich, da ist noch Potenzial. Also man könnte es irgendwie weitererzählen. Hm, es könnte ja auch vielleicht, könnte ja jemand Neues kommen. Ja, 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 safe. Nee, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat uns sehr gefreut. Mich vor allem. Ja, die... Alles klar. Ciao. Bis dann, ciao, ciao.